Hi Leute, heute werde ich euch das After Effects Plugin Particular aus dem Hause Red Giant vorstellen und euch einen kurzen Überblick über seine verschiedenen Funktionen geben. Als Industriestandard-Partikelsystem für After Effects verfügt Particular über powervolle Tools zur Visualisierung von Motion Graphics, Feuer, Rauch und auch noch viel mehr. Schaut euch hierzu vielleicht einfach mal den Trailer auf der Red Giant Seite an, da bekommt ihr einen echt guten Überblick. Einen entsprechenden Link findet ihr in der Videobeschreibung. So, wenn ihr After Effects geöffnet habt, erstellt ihr als erstes eine neue Komposition. Stellt die entsprechende Größe ein, wie groß ihr es haben wollt. Ich habe jetzt hier Full HD, 1920x1080, 25 Frames, schwarzer Hintergrund, passt so. Genau. Dann erstellt ihr als nächstes eine neue Farbfläche. Ihr müsst darauf achten, dass sie schwarz ist und dass sie so groß ist wie die Komposition. Dann nennen wir diese mal Particular. Okay. Als nächstes erstellt ihr eine weiße Farbfläche. Und nennt diese Boden. Dann erstellen wir noch ein Licht. Und zwar ein Punktlicht, das Schatten wirft und das nennen wir Emitter. Und es ist ganz wichtig, dass das Emitter heißt, weil das zeige ich euch dann noch nachher. Also es muss so geschrieben sein. So, und eine neue Kamera erstellen wir jetzt noch. 20 mm, ja, das passt. Genau, den Boden setzen wir mal in den 3D-Modus. Dazu rotieren wir ihn auf der X-Achse um 90 Grad. Und ziehen ihn hier so ein wenig nach unten. Skalieren ihn noch ein bisschen größer. So, perfekt. Dann blenden wir mal den Boden, den Emitter und die Kamera aus und wenden uns jetzt erstmal den Particular zu. Dazu markieren wir es, gehen auf Effekteinstellungen, Rechtsklick, Trapcode und dann Particular. So, ich werde euch jetzt hier einen groben Überblick geben über die Funktionen, die ihr hier habt, über die verschiedenen Unterpunkte, wozu ihr diese verwendet und was ihr damit alles so machen könnt. Genau, Register braucht ihr eigentlich nicht, außer ihr habt euer Produkt noch nicht registriert. Genau, dann gehen wir zum Emitter. Dann könnt ihr hier bei Partikel pro Sekunde die Anzahl der Partikel einstellen, die aus diesem Mittelpunkt hier rausströmt. Wenn ihr die jetzt hochdreht, seht ihr, es werden mehr Partikel. Genau. Dann hier die Position. Und die Position Z. Genau. Was extrem cool ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal die Kamera aktiviere und mir dieses Kameratool rausnehme, ich kann mich um mein Partikelsystem im dreidimensionalen Raum herum bewegen. Ich kann auch reinzoomen. Genau. Und ihr könnt halt auch entsprechend eure Partikelsysteme in 3D-getrackte Szenen integrieren. Genau. Gehen wir mal wieder zu Particular, blenden die Kamera aus. Dann könnt ihr zum Beispiel, hier habt ihr verschiedene Modusse. Einmal den Box-Modus. Da kommt dann die Partikel, spawnen sozusagen aus einer Fläche heraus. Vorher kamen sie aus diesem Punkt, jetzt kommen sie aus einer Fläche. Die Größe der Fläche könnt ihr hier einstellen. Ihr seht jetzt schon, jetzt spawnen die Partikel hier so der Länge nach. Wenn ich das jetzt noch nach oben verschiebe auf der Y-Achse, dann spawnen die Partikel hier überall auf einer ganzen Fläche. Genau. Dann dasselbe hier auch noch, das ist kein Viereck, also keine Box ist, sondern ein Kreis. Hier dasselbe mit einem Gitter und hier dasselbe mit einem Layer, den ihr entsprechend einstellen könnt. Oder eben einem Layer-Gitter. So, was noch interessant ist, ist die Funktion Lights. Da habe ich euch vorhin gesagt, mit dem Emitter, dass es wichtig ist, dass er auch wirklich Emitter heißt. Den machen wir jetzt mal wieder an. Und ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel den Emitter bewege, dann bewegt sich unser Partikelsystem mit. Nämlich dadurch, dass ich hier Lights eingestellt habe, sucht er sich das Licht, das Emitter heißt, und verlinkt das Partikelsystem sozusagen direkt auf dieses Licht. Und da könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Position von dem Licht mal animiert, sagen wir mal hier runter, Startframe, Keyframe setzen und dann hier hoch, dann könnt ihr das ganze Partikelsystem hier entsprechend animieren.
So. Dann gehen wir wieder zu unserem Partikelsystem. Dann gibt es hier noch verschiedene Einstellungen, die wir ansonsten noch machen können. Einmal zum Beispiel die Velocity, das ist die Geschwindigkeit oder die Stärke, besser gesagt, mit der die Partikel ausgestoßen werden. Seht ihr hier, wenn ich jetzt auf ganz klein gehe, naja, auf 0, dann ist es bloß ein Streifen und dann bewegen die Partikel sich auch gar nicht mehr. Genau, Velocity Random ist sozusagen die Zufälligkeit. Das finde ich auch immer besser, umso mehr Zufälligkeit man in eine entsprechende Szene einbringt, umso besser wirkt die ganze Szene, umso realistischer bewegen sich die Partikel. Genau. So, dann habt ihr hier noch die Emittergröße. Da könnt ihr halt auch entsprechend, so ähnlich wie bei Box, das einstellen, dass es nicht nur aus einem Punkt rausgespawnt wird, sondern aus einer Fläche. Aber halt, währenddessen wird auch noch das Licht getrackt, was vorher bei den Box nicht möglich war. Genau. Dann gehen wir jetzt mal weiter und zwar klappen wir den Emitter-Teil zu und klappen den Partikelteil auf. Dann könnt ihr hier die Lifetime einstellen. Ihr seht jetzt nach einem Weilchen verglühen hier irgendwann die Partikel und verschwinden einfach. Und zwar genau nach 3 Sekunden, wie hier eingestellt ist. Wenn ihr zum Beispiel eine höhere Zahl eingebt, dann bleiben die Partikel länger am Leben, es sind mehr Partikel da. Und wenn ihr eine niedrigere Zahl eingebt, dann ist der Schweif auch insgesamt kürzer. So, dann auch Live-Random, also wieder die Zufälligkeit der Lebenszeit sozusagen, was das Ganze auch vorne halt sind viele und nach hinten wird es langsam ausgedünnt. Bringt mehr Realismus rein. So, hier könnt ihr die Größe einstellen. Und auch die Zufälligkeit der Größe, was einen sehr coolen Effekt gibt, wenn man diese Zufälligkeit auf 100% hochdreht. Genau. Dann die Opacity, also die Sichtbarkeit sozusagen. Da könnt ihr auch hier entsprechenden Random einstellen oder auch bloß so halb durchsichtig machen, halt ganz durchsichtig. Das sieht dann schon recht ordentlich aus, der Partikeleffekt, so wie wir ihn bis jetzt gerade haben. Genau. Dann könnt ihr hier die Farbe setzen. Und da gibt es verschiedene Funktionen. Einmal bei Geburt, also at birth. Könnt ihr zum Beispiel auf Rot setzen und dann ist einfach alles bloß rot. Wenn ihr das jetzt aber auf Overlive zum Beispiel geht, dann seht ihr, ist hier eine Zufälligkeit, die sich verändert. Also am Anfang ist es jetzt hier rot und dann gegen Ende wird es langsam dunkler und blau. Und zwar könnt ihr hier bei Color Overlive entsprechend einstellen. Hier ist der Anfang des Lebens, hier ist das Ende des Lebens. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel da drauf klickt, dann kommt so ein cooler Effekt, dass am Anfang die Partikel weiß sind und dann langsam dunkelblau werden. Das ist auch übrigens sehr gut, wenn ihr Funken oder irgendwie sowas in diese Richtung machen wollt. Dann könnt ihr zum Beispiel hier auf diese Teile draufklicken, macht das Rot, das Gelb und schon habt ihr die Grundfarbe, aus der man dann Funken herstellen kann. Genau. Dann Color Random, wenn ihr das jetzt wieder hochdreht, habt ihr zufällig einfach alle Farben durcheinander. Genau. Und dann hier zum Beispiel könnt ihr jetzt auch noch die Farbe vom Lichtemitter übernehmen. Wenn ich jetzt da drauf klicke, ist das weiß, weil hier der Lichtemitter weiß ist. Ich den aufklappe und in die Lichtoption gehe und hier zum Beispiel eine Farbe wie Rot einstelle, dann werden auch die ganzen Partikel rot. Genau. Dann können wir eigentlich auch den Partikelmodus zuklappen und gehen als nächstes zum Shading. Wenn wir das Shading anmachen, aktivieren wir, dass das Licht oder dass verschiedene andere Lichter Einfluss auf unsere Partikel haben. Wenn ich hier jetzt hier zum Beispiel noch ein Licht hinzufüge und das hier rüber verschiebe, seht ihr, wie das Licht entsprechend Einfluss auf meine Partikel nimmt. So, dann habt ihr hier noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten über Ambient und Diffus.
und verschiedene Schattenmöglichkeiten, also dass die Partikel dann untereinander auf sich Schatten werfen oder auf entsprechende Schattenfänger auch Schatten werfen. Aber das wäre jetzt zu viel, das alles in diesem Tutorial zu erklären. Da kommen dann später noch einzelne Tutorials zu entsprechenden Themen. Okay, klappen wir mal Shading zu und gehen zu Physics. Ein sehr umfangreicher Unterpunkt, der auch aufgeteilt ist in zwei verschiedene Modis. Einmal in Air und einmal in Bounce. Als erstes nehmen wir uns den Modus Air mal vor. Da können wir zum Beispiel die Gravity einstellen. Gravity ist die Schwerkraft. Bei 100 habt ihr ungefähr die Fallgeschwindigkeit, so wie sie normal auf der Welt ist, also auf der Erde. Dann seht ihr, das geht hier hoch und die Partikel fallen hier runter, wie wenn sie halt von der Erde angezogen werden. Dann könnt ihr hier bei R noch verschiedene andere Sachen eingeben, wie zum Beispiel die Air Resistance, also den Luftwiderstand. Dann, dass zum Beispiel bei einem entsprechenden Luftwiderstand sich die Partikel rotieren sollen, was dem Ganzen auch noch einen viel realistischeren Touch verleiht sozusagen. Dann bei Spin Amplitude und Spin Frequency. Dann bei Spin Amplitude und Spin Frequency könnt ihr halt auch noch zum Beispiel entsprechend die Amplitude, also sozusagen wie stark die Partikel hin und her wackeln sollen und wie schnell die Partikel sich zum Beispiel so zufällig durch den Raum bewegen sollen, einstellen. Und dadurch zum Beispiel diesen Luftwiderstand oder auch den Funkenflug besser darstellen. Das ist jetzt hier ein bisschen übertrieben. Ihr müsst einfach dann etwas rumprobieren, was am besten aussieht, dass ein wenig Zufälligkeit in die ganze Szene kommt und das Ganze realistischer wirkt. Genau, dann könnt ihr hier zum Beispiel noch den Wind einstellen. Ist ja eigentlich selbsterklärend, Wind in der X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Sieht dann entsprechend so aus, dass der Wind nach oben oder unten geblasen wird, nach rechts oder nach links. Genau. Dann habt ihr hier das Turbulence Field, da könnt ihr eine entsprechende Turbulenz einstellen. Im Endeffekt von der Wirkung her ähnlich wie das Spin Frequency und die Spin Amplitude, nur dass ihr hier wesentlich mehr Möglichkeiten habt, das so entsprechend einzustellen, wie ihr es genau haben wollt. So, dann wenden wir uns mal dem anderen Modus zu, und zwar dem Bounce-Modus. Dazu gehen wir unten auf das Untermenü, können das R-Untermenü einklappen und geben hier bei Floor Layer unseren Boden ein. So, dann seht ihr schon, wenn ich das jetzt wiedergebe, springen die Partikel hier auf den Boden und springen auch von dem Boden wieder ab sozusagen. So, dann schalte ich jetzt mal das Shading aus. Dann sieht man das hier nämlich wesentlich besser. Genau. Dann könnt ihr hier zum Beispiel auch noch verschiedene Sachen einstellen, wie stark die wieder hochspringen sollen und wie hoch die Zufälligkeit während den Sprüngen sein soll und alles sowas. Dann habt ihr hier noch verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, und zwar einmal den Bounce-Modus, dass sie wieder abspringen, dann den Slide-Modus, da fallen sie hier runter und sliden dann hier, wie wenn sie auf Eis fallen würden oder wie so Fettperlen auf Wasser. Dann den Stick-Modus, da bleiben sie einfach auf dem Boden liegen. Und zuletzt noch den Kill-Modus, wo sie einfach runterfallen und verschwinden, da wo der Boden ist. Genau. Ich zeige euch jetzt mal noch einen coolen Effekt. Und zwar wählt ihr dazu den Stick-Modus aus. Und macht dazu das Aug-System an. Das Aug-System beinhaltet sozusagen, da kommen Partikel aus den Partikeln raus. Ich zeige euch das gleich mal. Und zwar geht ihr hier auf Add Bounce Event. Und dann seht ihr, wie hier noch immer, wenn die Partikel auf den Boden aufkommen, lauter bunte Punkte aufblinken. So, dann gehen wir mal hier hoch zu Emitter, stellen das runter auf 10, damit es nicht ganz so viele sind und nicht so viel zu berechnen ist. Dann gehen wir wieder runter ins Aug-System und stellen die Velocity hoch. Und dann seht ihr, wie hier so einzelne Partikel wegfliegen. Dann könnt ihr die Lifetime noch etwas hochstellen. Seht ihr jetzt, sie fliegen sehr weit weg. Dann könnt ihr hier auch noch Physikeinstellungen machen, wie zum Beispiel die Gravity auf ungefähr 100 bringen, damit die Partikel auch wieder zurück auf den Boden fallen.
So, können wir die Velocity ein wenig runternehmen. Und auch noch die Farbe zum Beispiel einstellen. Color over Life. Zum Beispiel hier so ein Blau. Dann die Größe etwas runternehmen. Und die Partikel pro Kollision erhöhen. So, was dann immer noch gut wirkt, ist, wenn er hier unten die Randomness überall auf 100% hochzieht oder halt entsprechend, so wie ihr es haben wollt, angepasst. Und dann kommt da hier dieser coole Effekt zustande, den ihr auch im Intro gesehen habt, wo die Partikel auf den Boden fallen und dann so wie auseinanderbrechen oder explodieren. Um hier jetzt noch etwas mehr Realismus reinzubringen, gehen wir hier unten auf Rendering und auf Motion Blur. Und da wählt ihr statt den Kompositionseinstellungen einfach bloß On. Dann seht ihr schon, wie hier ein gewisser Motion Blur hinzugefügt wurde. Den könnt ihr dann auch noch entsprechend stärker machen, wenn ihr wollt. Und ihr seht schon, das Ganze wirkt wesentlich realistischer. Das hier sieht mehr aus wie Funken und das hier unten sieht wirklich mehr aus, wie wenn es wegfliegen würde. Genau. Dann ist das aber nicht das Einzige, was ihr mit dem AUX-System machen könnt. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Partikelsystem ausblende und eine neue Farbfläche erstelle, wieder schwarz und die mal Partikel 2 nenne, dann lege ich hier wieder den Particular-Effekt drauf, öffne den Emitter, verlinke es wieder mit dem Licht. Dann haben wir hier wieder diesen Schweif. Allerdings wollen wir jetzt, dass sämtliche Velocity- und Emitter-Size-Werte auf 0 gestellt werden, sodass wir hier so eine Linie sozusagen haben. Genau, wenn wir das gemacht haben, öffnen wir hier unten das AUX-System und gehen statt auf Add Bounce Event auf Continuously. Dann seht ihr schon, wie das hier so einen Schweif hinterlässt. Dazu gehen wir jetzt hier noch auf Physics und auf Turbulence. Und dann könnt ihr hier so einen extrem coolen Schweif rausholen. Damit das Ganze jetzt noch etwas besser wirkt, könnt ihr auch noch wieder die Color over Life zum Beispiel mehr in eine Farbrichtung gehen, dann die Größe der Partikel kleiner machen und dazu noch die Zahl erhöhen. Und schon haben wir hier so einen coolen Effekt und wenn ihr das jetzt noch, wie ich am Anfang, hier so quer durch den Raum durchanimiert, mit dem Wiggle-Effekt, dann wirkt das schon richtig cool. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel noch ein zweites Partikelsystem drauflegen. Wenn wir jetzt das hier das erste Mal wieder einblenden, dann haben wir folgenden Effekt. Gleichzeitig stößt das jetzt hier noch diese Partikel aus zum Beispiel. So, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch noch das Ganze wesentlich undurchsichtiger machen, indem ihr jetzt hier die Emitter, indem ihr jetzt hier die Partikelzahl pro Sekunde noch erhöht. Und dann sieht das wirklich aus wie eine komplette Fläche hier fast. Hier könnt ihr jetzt noch beim AUX-System nochmal die Partikelanzahl erhöhen. Und dann sieht das wirklich aus wie eine Fläche. Da kann man nämlich richtig coole Sachen mitmachen. Man kann auch verschiedene Feuer- und Raucheffekte damit visualisieren. Aber wie ich schon gesagt habe, würde das in diesem Tutorial viel zu weit gehen. Genau. Was ich euch noch zeigen werde, ist nochmal zurück zu den Partikeln. Das habe ich vorhin vergessen. Und zwar könnt ihr genauso, wie ihr Color over Life eingeben könnt, könnt ihr auch zum Beispiel Opacity over Life eingeben. Und dann könnt ihr zum Beispiel einstellen, dass am Anfang sollen die Partikel sichtbar sein und dann langsam ausfaden. Oder sie sollen einfaden und ausfaden. Oder ihr malt euch einfach selber, was die Partikel machen sollen zum Beispiel. Ja, das erkennt man jetzt ein wenig schlecht. Da gehe ich jetzt nochmal auf unser Particular 2, mache das wieder sichtbar, gehe hier oben auf Zurücksetzen, dann wird der ganze Effekt zurückgesetzt.
Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt hier diese Zacken eingegeben habe, dann glitzert das so. Da habt ihr hier auch eine entsprechende Voreinstellung, da wirkt das noch ein wenig besser und da könnt ihr richtig coole Effekte mit erwirken. Genau, dann gibt es hier noch die World Transform, da ist eigentlich nicht viel zu sagen. Da könnt ihr euer Partikelsystem quer im Raum rumdrehen. Und die Visibility, oder besser gesagt die Sichtbarkeit, keine Ahnung, ob ich das Englisch korrekt so ausspreche, könnt ihr verschiedene Einstellungen zur Sichtbarkeit entsprechend machen. Beim Rendering auch cool, wenn ihr komplexere Partikelanimationen habt, einfach mal um zu sehen, wie eure Partikel flüssig reagieren, geht ihr hier auf die Motion Preview und dann wird eine stark abgespeckte Version eurer Partikelanimation angezeigt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare. Ich bin natürlich auch offen für Verbesserungsvorschläge. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder auch das Video positiv bewerten könntet, damit ich auch in Zukunft immer wieder Filme machen kann. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.